Herzlich willkommen beim Mediale Energetik-Treff. Ich bin Oliver Ereni, medialer Energetiker und Astrologe aus dem wunderschönen Linz und es freut mich, dass du heute dabei bist. Heute geht's weiter mit den energetisch sensiblen Körpersystemen und zwar kümmern wir uns nach dem Nervensystem, dem Hormonsystem, jetzt ums Gehirn. Und da geht es mir vor allem darum, eben so Überspannungen des Nervensystems noch einmal zu lösen, die Epiphyse, Hypophyse harmonisieren, die Gehirnhälften harmonisieren, dass du quasi klar bleibst und den Kopf für das nutzen kannst, wofür er meiner Meinung nach vorgesehen ist, nämlich für deine Inspiration, für deine Kreativität, für deine Selbstgestaltung, ein möglichst originelles, authentisches Leben zu führen, das deinem höheren Selbst entspricht. Und du kannst dir das bildlich so vorstellen, wenn dein Gehirn voll ist mit Konzepten, die von außen kommen, die nicht deine sind, dann wird der Pfad zu deiner Intuition einfach zugemacht. Das heißt, so der Kanal nach oben wird enger, wird zugemauerter und du kannst deine eigene Intuition nicht mehr so gut wahrnehmen. So kann man sich das vorstellen. Und deshalb putzen wir da heute durch. Und schauen uns das an, dass wir hier eine Reinigung erfahren. Zuallererst geht es darum, einmal Klarheit und Frieden zu finden. Und es geht darum auch, ganz klar zu unterscheiden, was ist ein Gefühl, was ist ein Gedanke. Ja? Und deshalb werden wir zuerst einmal sämtliche Gefühle ein bisschen beruhigen, abwaschen, abtrennen. Das heißt, gespeicherte Gefühle in deinem System, die du vielleicht für Gedanken hältst, ja, werden jetzt einmal gereinigt. Und so fangen wir an. Jetzt schließ mal deine Augen und atme mal tief ein und wieder aus. Und entspann dich einfach mal. Schau mal, dass du ganz ins Hier und Jetzt kommst, in diesen Raum, ganz in deine Mitte. Und erlaube dir mal, jetzt ganz entspannt, klar und kraftvoll in diese Meditation zu gehen, während du diese Worte hörst, beginnt bereits ein Heilungsprozess. Deine geistigen Helfer und Führer beginnen, gestaute Emotionen aus deinem System zu entfernen und abfließen zu lassen. Also alles, was in dir steckt, was dich festhält emotional, an was du öfter denken musst, wird nun transformiert. Das ist emotionaler Stress, das sind emotionale Traumata. Wenn du an etwas denkst, das besonders beängstigend war, besonders traumatisierend war, einprägsam war, ärgerlich war, wird das nun neutralisiert. Und du spürst, dass du ruhiger und klarer wirst. Wenn du denkst, dass gespeicherte Eindrücke dich zum Menschen machen, dann darf sich das jetzt lösen und diese gespeicherten Eindrücke dürfen sich mit dem lösen, sodass du merkst, du bist nicht mehr angekettet, du bist nicht mehr in der Vergangenheit gefangen, sondern du erlaubst dir, dich aufzurichten und klar und würdevoll in deine Klarheit zu kommen. Und nach diesen gespeicherten Emotionen
kommt nun ein weißes, reinigendes Licht und strömt durch deinen Kopf und deinen Schädel. Und durch dieses weiße reinigende Licht werden nun Unterdrückungen gelöst. Beeindruckungen, Unterdrückungen, die von außen in dein System kommen. Und nach diesem weißen Licht, das jetzt auch weiter einfließt, parallel einfließt, fließt nun noch ein dunkelviolettes Licht ein. Und das löst sämtliche Manipulationsenergien, die dich scheinbar beeinträchtigen. Also das Gefühl, ich werde beeinträchtigt, ich habe auf etwas keinen Einfluss, das darf sich jetzt lösen. Und du spürst, dass durch diese Lösung der Manipulationsenergien deine Eigenermächtigung immer mehr und mehr, immer weiter und weiter zu dir zurückkommt. Das Außen beeinflusst dich nicht mehr, sondern du kommst zu einem neutralen Punkt, in dein Wesen, in deine Mitte. Und dieser neutrale Punkt verankert dich jetzt im Hier und Jetzt, in der Gegenwart. Und in diesem Dasein, in dieser Gegenwart, darf nun die Hypophyse und auch die Epiphyse, das heißt die Zirbeldrüse und die Hirnanhangdrüse, werden nun bearbeitet und harmonisiert. Stress und Störenergien werden aus diesen beiden Zentren abgesaugt. Sie entsprechen quasi dem Kronenchakra und dem dritten Auge, Hypophyse, das Kronenchakra, Epiphyse, das dritte Auge. Und da wird jetzt ganz viel Stress Emotion und auch Verwirrung, Sorgen, Ängste werden da jetzt gereinigt. Und vor allem sämtliche Täuschungsenergien und sämtliche Enttäuschungsenergien werden jetzt von diesen Zentren gelöst. In dir erwacht nun eine Klarheit und ein höheres göttliches Bewusstsein.
In dir erwacht nun das Bewusstsein deines Ursprungs, das weit über deine leiblichen Eltern hinausgeht. Und du spürst nun, wie du dich innerlich erhebst, wie du klarer wirst und wie diese Klarheit jetzt ganz selbstverständlich dich aufrichtet. Und in dieser Aufrichtung erlebst du nun eine Befreiung und eine Leichtigkeit. Es ist nun an der Zeit, dass deine Gehirnhälften, die rechte und die linke Gehirnhälfte, sich synchronisieren. Und dafür visualisierst du nun eine liegende Acht, eine Lemniskate, das Zeichen für Unendlichkeit, und erlaubst dir, die Energie dieser liegenden Acht jetzt durch deine beiden Gehirnhälften, die rechte und die linke, fließen zu lassen. Und du lässt diese Energie der liegenden Acht so lange fließen, bis die beiden Teile der Acht sich gleich anfühlen. Vielleicht hast du das Gefühl, dass der eine Kreis der Acht größer ist als der andere, dass die irgendwie ungleichmäßig sind. Der eine Kreis der Acht heller ist als der andere. Du lässt jetzt auf jeden Fall mal diese liegende Acht fließen. Und erlaubst dir, diesen Ausgleich willkommen zu heißen, sodass sich deine Gehirnhälften synchronisieren. Alle Fremdstoffe, die dein Gehirn befeuern, nämlich künstlich befeuern, wie Koffein, Nikotin, Multimedienkonsum oder sonstige Schmerztabletten, Drogen, all das wird nun ausgeleitet. Und du spürst einen tiefen Frieden, eine tiefe Zufriedenheit. Dieser Ausgleich der Gehirnhälften, der parallel weiterläuft mit allen Energien, also der weißen Energie, der violetten Energie, der liegenden Acht, all diese Energien laufen weiter, während du jetzt wahrnimmst, dass du deine Intuition nun auch erden kannst. Und diese Erdung der Intuition findet über deine Wirbelsäule statt, so dass sämtliche Abnutzungen, sämtliche Müdigkeitserscheinungen, sämtliche Verschleißstellen sich heilen und harmonisieren. Denn du spürst, dass du in deinem Wesen heil bist, dass du in deinem Wesen ganz bist
dass du in deinem Wesen unberührbar bist. Und diese Freiheit erlaubst du dir nun hier auf Erden zu manifestieren. Du spürst, dass dein Innerstes stärker ist, klarer ist, erhabener ist. Und diese Energie, diese Klarheit und diese Intuition manifestiert sich jetzt auf allen Ebenen deines Daseins. Lass dich ganz auf diese Heilenergien ein. Erlaube dir, dass sich jegliches Nervengeflecht, jeglicher Stress, jegliche Anspannung in deinem Gehirn jetzt heilt, löst, das Neue, kreative Erfahrungen und Eindrücke möglich werden. Und über das Hirn hinaus wird nun auch die Hirnhaut, die Hirnflüssigkeit gereinigt und harmonisiert. Und auch deine Schädelplatten kommen in die ideale Form, sodass jeglicher Stress, jeglicher Druck, jegliche negative Beeindruckung gelöst wird. Du spürst, dass du Herrin oder Herr über dein Leben bist. Du spürst deine innere Autorität, die deiner Klarheit entspringt. Du spürst die Kraft, das Vertrauen und die Würde. Und du spürst vor allem, dass jegliche Täuschung, jeglicher Boykott oder Selbstboykott keinen Platz mehr in deinem Leben findet. Spür jetzt nochmal die Klarheit und den Frieden. Und spüre nochmal, dass sämtliche Abnutzungserscheinungen deines Gehirns, sämtliche Alterungsprozesse, sich jetzt lösen und umgekehrt werden. Sämtliche Substanzen, die du zu dir genommen hast, die sich negativ auf dein Gehirn ausgewirkt haben, werden nun ausgeleitet und Heilungsprozesse in deinem Hirn finden statt.
Du spürst nun, wie strahlendes, goldenes Licht von deinem höheren Selbst aus in dein Gehirn einfließt. Und du spürst nun nochmal die Kraft und Klarheit deiner Intuition. Du erlaubst dir jetzt, deine Klarheit, deinen Frieden und deine Zufriedenheit zu erden, auf die Erde zu bringen, klar zu werden und völlig stabil und sicher unbeirrt und ohne Manipulation deinen Weg zu gehen. Du kannst nun wahrnehmen, dass Ketten deines Familiensystems, deiner Herkunftsfamilie von dir abgefallen sind. Und spürst, dass du nun in eine neue Freiheit hineingehst. Atme dieses Gefühl der neuen Freiheit dreimal tief ein. Dann bedanke dich bei deinen geistigen Führern, bei deinem höheren Selbst, deiner Intuition für die Unterstützung während dieser Reise. Und komm dann genau in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Erlaube dir, dass diese Heilenergien in einem für dich angenehmen Rhythmus immer wieder in dich einfließen, dass du auch in Zukunft frei von negativen Beeindruckungen und Manipulationen bist. Atme nun nochmal tief ein und wieder aus. Streck dich durch, beweg deinen Körper und komm in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück und öffne deine Augen. Du kannst jetzt natürlich noch nachspüren und schauen, wie sich das anfühlt. Ich bin gespannt. Schreib mir in die Kommentare, was sich bei dir getan hat. Und beim nächsten Mal geht es wieder weiter mit den sensiblen Körpersystemen, und zwar mit dem Drüsensystem. Kommt dann noch eine Meditation zu diesem Zyklus dazu. Und ich freue mich natürlich, wenn du wieder dabei bist. Außerdem freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch, teile das Video, abonniere meinen Kanal und wir sehen uns demnächst wieder. Liebe Grüße aus dem wunderschönen Linz, dein Oliver Ereni. Tschüss.